Es gab eine Untersuchung, die wir auch in Berlin damals initiiert haben, unter dem Titel »Wie gut sind unsere Kindergärten?« Das sind Daten Mitte der 1990er Jahre, wo auch damals ganz stark das Interesse Ost-West eine Rolle spielte. Das sind die ersten Daten, auch Vergleichsdaten, die wir jetzt heute haben. Und beispielsweise ein interessantes Ergebnis zeigt sich ja, dass im Durchschnitt sich die Qualität nicht verändert hat in diesen letzten anderthalb oder fast zwei Jahrzehnten, wo ja doch einiges an Reformen passiert ist. Wir haben ja eine gewisse Schwerpunktverlagerung in den Einrichtungen erfahren. Auch sicherlich mitmotiviert durch PISA 2000 hat sich die Frage in den Vordergrund gestellt, wenn wir im schulischen Bereich eher so mager abschneiden, liegt es nur an der Schule oder müssen wir den Blick auf das Bildungssystem breiter fassen? Und wo starten wir denn eigentlich? Und das hat also die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung sowohl in das politische wie auch in das wissenschaftliche Interesse stark gerückt. Und wir finden eine gewisse Akzentverlagerung, dass also jetzt dahingehend, dass heute klar ist, es geht auch bei den ganz jungen Kindern nicht nur um Betreuung, also jetzt eher Bedürfnisse, Essen, Schlafen, Hygiene, Ruhe, Aktivitäten, sondern es geht darum, hier eine bewusste Pädagogik zu gestalten. Und dieser Anspruch, der ist schon neu. Man darf den auch nicht übertreiben, weil es manchmal dazu führt, dass ein vielleicht zu enger Bildungsbegriff sich in den Köpfen festsetzt. Ich karikiere mal etwas, es ist nicht nur das Frühenglisch, sondern vielleicht auch dann das Frühchinesisch. Das sind natürlich potenziell auch Fehlentwicklungen, aber dass wir es hier mit grundlegender Bildung zu tun haben, die langwirkende Auswirkungen hat für den gesamten Lebensweg, wie wir aus manchen Studien wissen, diese Erkenntnis hat sich mittlerweile etabliert und das weckt auch dann und begründet das gesellschaftliche Interesse, was wir an diesem Bereich haben und haben müssen. Natürlich muss man sehen, unter welchen Rahmenbedingungen arbeiten Erzieherinnen. Und wenn Sie es rein statistisch nehmen, ob eine Erzieherin es jetzt mit 12 Kindern zu tun hat oder mit 8 oder bei jüngeren Kindern statt mit 8 dann nur mit 4, das macht natürlich einen großen Unterschied aus. Denken Sie einfach an die Wahrscheinlichkeiten für die Möglichkeiten für Interaktion. Eine größere Gruppe kann ich fast nur als Gruppe ansprechen. Individuelle Ansprache, individuelle Anregung fallen da also schwerer. Und das ist eigentlich genau das, was wir in den Blick nehmen müssen. Hier gibt es Rahmenbedingungen, die einfach für die pädagogische Qualität, damit meine ich jetzt die Erfahrung, die Kinder machen können, die Anregung, die sie bekommen, vielleicht auch diese Anstöße für Sozialentwicklung, Konflikte zu lösen und Ähnliches. Diese Rahmenbedingungen sind da eben, spielen eine große Rolle, aber man muss auch so sehen, die anderen 50%, die nicht durch Struktur und Rahmenbedingungen bedingt sind, sind sozusagen offen, hausgemacht, könnte man fast sagen. Und hier ist ein großes Potenzial vorhanden und ich habe das versucht auch deutlich zu machen, dass wir dieses Potenzial stärker ausschöpfen müssen. Und das passiert durch gute Qualitätsentwicklung, wo das gesamte Team einbezogen wird, wo es eine Anleitung gibt, wo es klare Standards gibt, mit denen man sich reflektiv auseinandersetzt. Es geht nicht um eine Uniformierung, aber es geht um Fachstandards, die ein Gegenstand der Reflexion und Auseinandersetzung in den Teams sein müssen und wo man dann auch Praxis ein Stück weit ändert. Und das müssen die Beteiligten selber tun. Das kann nicht durch irgendeinen Brief von außen oder eine Verordnung erfolgen, sondern Qualität und Qualitätsveränderung muss von den in den Teams arbeiten, getragen werden und gemacht werden. Und deswegen liegt hier eine große Verantwortung, aber auch eine ganz große Möglichkeit, mit vergleichsweise sage ich, geringen Kosten, wenn man daran denkt, was die Verbesserung des Erzieher-Kind-Schlüssels kostet, wenn sie substanziell ist, also mit vergleichsweise geringen Kosten große Effekte zu erzielen. Und ich denke, das müssen wir stärker ausnutzen als bisher.
Da sind einjährige und sechsjährige Kinder in der Gruppe. Die spielen mit Lego. Wenn ein Einjähriges mit den kleinen Lego-Steinchen spielt, die ein Sechsjähriges braucht für die Feinmotorik, ist das eine große Gefahr. Die können verschluckt werden und jeder wird sagen, Sicherheitsrisiko. Deswegen kriegen die kleinen Kinder die zu großen Lego-Steine, wo das also nicht passieren kann. Aber diese großen Lego-Steine sind für die Sechsjährigen uninteressant und sie fördern sie auch nicht hinreichend. Dieses kleine Beispiel soll einfach zeigen, was für ein großes Management und fokussierte Aufmerksamkeit für die einzelnen Kinder es bedarf, wenn man bei solch großen Alters- und damit auch Entwicklungsunterschieden sozusagen passende Angebote machen will.